Die Macht wurde nun endlich erweckt. Und darüber müssen wir reden. Hier und jetzt in Kino Plus. Ich hoffe, weil wir haben den Ton jetzt nicht gehört. Ich hoffe, den hat man da draußen in der Internetwelt gehört. Wenn wir unsere Mikrofone nehmen würden und sie an einen Bildschirm halten sollen. Das funktioniert? Wofür? Na, um den Laserschwert-Sound zu kreieren. Ja, aber mache ich doch schon. Ja, aber der originale Laserschwert-Sound ist. Mach ich ja doch. So hat sich das angehört. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kino Plus. Natürlich reden wir auch über ein paar andere Dinge. Natürlich stellen wir auch noch ein paar Laserschwerter mündlich dar. Und natürlich heiße ich erstmal Eddie willkommen. Was? Hi. Hallo. Ja, komm, fuchtel ein bisschen mit rum. Hm? Können wir jetzt dann, was machen wir denn heute? Wir haben heute so viel auf dem Zettel. Also wir werden auf jeden Fall über den Star Wars Teaser sprechen. Wo ist denn der Andi überhaupt? Der Andi kann nicht, der muss arbeiten. Und arbeiten heißt Independence Day umschneiden. Ey, ich hab so Bock drauf. Andi ist wirklich zu Hause. Das machen Cutter, wenn sie zu viel Zeit haben. Oder Schnappen, Freizeit. Oder Freizeit, das ist das. Gute Verbesserung. sie nehmen sich Hollywood-Filme und schneiden die so um, wie sie es gerne hätten. Das ist so, wie wenn du Bock hast, ein Buch zu lesen und dir selber eins schreibst. Also wie, als würdest du Harry Potter nehmen und die Seiten mit Hermine herausreißen oder sowas. Und die mit Harry Potter. Und die mit Harry Potter. Es geht nur noch um Hagrid. wir haben viele, viele Themen, aber vorher eine kurze Frage, Eddie. Was haben wir das letzte Mal gesehen? Wir haben zusammen einen schönen Film gesehen bei Andi tatsächlich. Housebound heißt der. Du und Andi kanntet ihn schon, wart aber so begeistert von dem, dass ihr gesagt habt, ey, den gucken wir uns auch nochmal an. Der lief, glaube ich, auch auf dem Fantasy-Filmfest. Genau. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ich habe auch von dem schon gehört. Wir hatten, glaube ich, sogar mal einen Trailer hier bei Kino Plus. War aber erst so ein bisschen skeptisch, weil ich überhaupt kein Fan von Comedy-Horror bin. Also beziehungsweise ist überhaupt kein Fan. Ich finde, es kann man sich schnell dran satt sehen. So. Aber der Film hat mir sehr gut gefallen. Der war wirklich sehr refreshing. Und viele andere Filme, die das immer versuchen, das Genre so auch ein bisschen lustig zu machen, die kriegen weder die eine noch die andere Richtung so richtig hin. Und der Film hat eigentlich beides. Der ist einerseits sehr spannend und lässt einen auch die ganze Zeit so mitraten und mitgrübeln, was geht da eigentlich. Und auf der anderen Seite hat er einen sehr lustigen Humor. Die Hauptdarstellerin ist total super und hat auch so einen trockenen Humor. Ja. Also so, kann man, es ist schwer. Also ich habe es am ehesten verglichen so mit den Edgar Wright-Filmen, der Cornetto-Trilogie, also Shaun of the Dead und Hot Fuzz und so. In die Richtung könnte man es vielleicht am ehesten drücken. Obwohl er da, sage ich mal, noch ein bisschen... Bisschen ernster. Ein bisschen ernst. Also, ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, also ich finde ja eine gute Parodie oder eine gute Hommage, die nimmt ja vor allem das Medium oder die Vorlage ernst, die sie durch den Kakao zieht oder über die sie sich ein bisschen lustig macht oder die sie auch abfeiern möchte. Ja? Und das ist ja bei Shaun of the Dead zum Beispiel oder bei Hot Fuzz ist das ja, der hat ja wirklich verinnerlicht, was ist ein Buddy-Cop-Movie, was ist halt der Horror, also ein Zombie-Film und so weiter. Und haben halt wirklich gute Ideen gehabt, um die typischen Eigenschaften von so einem Genre irgendwie aufs Korn zu nehmen. Aber gleichzeitig vergessen sie ja nicht, noch eine eigene Geschichte zu erzählen, beziehungsweise ihren eigenen Film. Ich finde, bei Hot Fuzz ist fast die Geschichte, also die eigentliche Story des Dings, ist fast spannender als so diese ganzen Gags oder Anspielungen, die sie da auf die auf die ganzen Filme gemacht haben. So. Und bei Housebound würde ich sagen, da steht die Geschichte noch einen Tick weit mehr im Vordergrund als das Genre zu parodieren oder zu homagieren oder so. Ja. Also ich muss sagen, mir hat er außerordentlich gut gefallen. Ich fand, er hat im letzten Drittel vielleicht ein bisschen nachgelassen, was auch so ein bisschen daran liegt, dass man dann schon relativ genau wusste, was da eigentlich jetzt so abgeht. Davor war man halt auch sich überhaupt nicht sicher, was ist das überhaupt für ein Genre, was man da guckt. Ja, also ich konnte, also locker die erste Stunde des Films konnte ich überhaupt nicht sagen,
ist es jetzt eigentlich ein Comedy oder ist es eigentlich ein krasser Horrorfilm oder was ist es? Ist es so ein Spukhausfilm oder so? Man konnte es irgendwie gar nicht so richtig einordnen, was ich aber eigentlich ganz, ganz erfrischend fand. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Einer der besseren Filme auf jeden Fall, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja. Der war auch, glaube ich, Teil des Fresh Blood Awards, falls du das kennst. Das ist ein Wettbewerb, der beim Fantasy Filmfest immer stattfindet, wo... Achso, ich dachte unter Vampiren. Ja, der erste und zweite Film von irgendjemandem vorgestellt wird. Also wenn du halt so, wenn es dein zweiter Film ist, hast du noch Glück, dann fällst du da noch mit rein. So, voll Idiot. Kann eigentlich jemand da ranzoomen? Nee, ne? Du brauchst nicht ranzoomen, ich sehe das. Ja, dein Kopf schüttelt. Ja, und da war Housebound, glaube ich, auf jeden Fall unter den Top 3. Also da könnten Leute mal abstimmen mit Noten von 1 bis 6. Und, wobei 1 gut ist. 1 ist gut, 6 ist das Schlechteste. Und Housebound war, glaube ich, Platz 1 oder 2. Siehst du, das habe ich in der Schule immer verwechselt und deshalb dachte ich, ich bin voll gut. Ja, ne? Das ging mir eh nicht. Auch nicht. Oh, guck mal hier. Penner, guck mal, der hat sich jetzt den Mittelfinger hingestreckt? Nee, der hat gesagt, I'm watching you. Ja. Also, den können wir auf jeden Fall wärmstens empfehlen, falls ihr irgendwie Möglichkeiten habt, den international euch irgendwie zu beziehen, beziehungsweise hart aus, er kommt bald nach Deutschland. Und dann sollte man sich... Ich überlege, ob ich noch irgendwas gesehen habe. Sollte man sich auf die Liste setzen. Lucy hatten wir ja letzte Woche schon, ne? Oh ja, oh Gott, ja, hab ich schon wieder Gott sei Dank vergessen. Wie oft hast du den Star Wars Teaser jetzt schon gesehen? Boah. Also mindestens 30. Mindestens 30 Mal. Ja. Ich habe aufgehört zu zählen, aber ich habe noch nicht, glaube ich, so oft gesehen. Aber ich habe vor allen Dingen nicht nur den Teaser 30 Mal gesehen, sondern ich habe mich auch das gesamte Wochenende, habe ich mir Sachen dazu durchgelesen und so. Und wir kommen ja später noch auf, da komme ich später auf den Teaser zu sprechen, aber es hat mich in der Tat sehr beschäftigt alles. Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt zu sehr in diese Materie oder beziehungsweise in dieses Thema vertiefen, stellen wir doch einfach mal vor, was diese Woche im Kino kommt, denn da kommt einiges. Da kommt wirklich einiges. Unter anderem die deutsche Antwort auf Tatsächlich Liebe. Heißt Alles ist Liebe und ist halt, ja, wie gesagt, ein Episodenfilmchen aus Deutschland mit allerlei deutscher Prominenz. Unter anderem Heike Makatsch, Christian Ulmen, Nora Tschirner, Wotan Wilke-Möhring, bla bla bla. Da ist deine Tasse. Und ja, ey. Aber da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Wie gesagt, das ist die deutsche Antwort auf Tatsächlich Liebe. Ja, du hast aber jetzt noch einen Prominenten, hast du ja vergessen. Steven Gätchen. Ja, der spielt da, was spielt er da? Spielt er Moderatoren? Den sieht man sogar, glaube ich. Ja, der spielt doch immer einen Moderator. Ja. Aber hier, die Dings, wie heißt die Tussi von Bernd Eichinger, die Tochter? Nina Eichinger. Die spielt auch eine Moderatorin, beziehungsweise macht auch das, was sie sonst irgendwie immer wieder macht. In irgendwelchen das ist Nora Tschirner. Ja. Und hier, wie heißt der? Ach, den fand ich etwas nervig in dem Film. Naja. Aber ich frage mich gerade, ich frage mich gerade, in Deutschland kann man ja sagen, gibt es ungefähr 30 Schauspieler. Und wenn in so einem Film 20 mitspielen, dann können während der Dreharbeiten wahrscheinlich mindestens 3 Folgen Tatort nicht gedreht werden oder weiß ich nicht. Du hast, okay, ich weiß nicht, spielt Elias Mbarek da mit und Matthias Schweighöfer. Okay, dann hast du schon mal 2 Filme, die du noch drehen kannst, aber dann wird es auch eng. Aber die haben wahrscheinlich selbst gerade noch 3 Projekte am Start. Also wird es dann auch eng, wenn du was mit denen machen möchtest. So, ja. Hey, pass auf, was will ich dazu sagen? Das ist nicht etwas, was ich mir nochmal im Kino angucken würde. Das ist auf jeden Fall aber genau das Richtige für die Weihnachtszeit, wenn man da Bock drauf hat. Es ist natürlich schön, ein paar Leute zu sehen, wie Hake Makatsch und so, aber ansonsten, ja. Gut, machen wir weiter. Für unsere Woody Allen-Fans kommt jetzt mal wieder etwas leichtere Kost vom Altmeister. Magic in the Moonlight heißt dieser Film, ist mit Colin Firth und Emma Stone. Und Colin Firth spielt einen Zauberer, einen Illusionisten, der als chinesischer Magier quasi durch Europa tourt und Leute beeindruckt, aber der selbst halt wirklich sagt, richtige Magie gibt es nicht. Und der wird jetzt aber quasi an die Côte d'Azur gelotst, beziehungsweise gelockt, um dort für einen Freund zu ermitteln, ob dieses Medium, was Emma Stone darstellt, ob die wirklich magisch begabt ist oder ob die wirklich Kontakt zur Zwischenwelt hat und so weiter und so fort. Und ja, daraus entsteht ein eher unbedarfter, leichter, lockiger Liebesfilm, wie man sich das vielleicht ein bisschen abzählen kann, ohne wirklich jetzt großartig Magie oder sonst irgendwas zu enträtseln, beziehungsweise die einzig wahre Magie auf Erden ist die Liebe.
Aber der hat leider sehr schlechte, also sehr schlechte Kritiken für einen Woody Allen-Film gekriegt. Ja, weißt du, was ich rausgefunden habe, indem ich auf IMDb gesurft bin? Der hat seit, ich glaube, 30 Jahren oder so, bringt er konstant jedes Jahr einen Film raus. Ja. Ohne Lücke. Ohne Lücke. Es gab noch keine Lücke. Jedes Jahr einen Film, wo er selber Regie führt und selber das Drehbuch schreibt. Ich meine, das ist ein krasser Output. Ja. Und ich meine, du hast ja wirklich auch ein paar richtige Knaller dabei. Ja, also und da ist eigentlich fast keiner dabei, wo du sagen kannst, totaler Crap. Ja, da kann man mal sagen, der eine ist ein bisschen besser, der andere ist ein bisschen schlechter oder so. Genau. Aber er schreibt, also ich meine, allein die Drehbücher zu schreiben, die Dialoge und so weiter, der Typ, also entweder der hat Ghostwriter oder der hat einen Auslass. Aber das ist ja, ich meine, gut, wenn die mal so, Respekt. Wenn die mal so Manhattan oder beziehungsweise, wie heißt der im Original, Funny Hill? Manhattan heißt Manhattan. Welcher? Nee, der Stadtneurotiker heißt Funny Hill, ne? Nee, der Stadtneurotiker heißt Annie Hall. Annie Hall. Ja, meine ich doch. Wenn du das mal so anguckst, wie er sich da auch mal selbst inszeniert, ne? Ich glaube, der hat wirklich, dem gehen permanent genau diese Gedanken durch den Kopf, den er dann. Mit Sicherheit. Also gerade die alten Woody Allen-Filme sind 95% ein autobiografisch. Was ey, ist was das macht denn? Ihr denn da jetzt? Das ist doch viel zu früh. Ja, wir sind immer noch live. Das sieht man nicht. Das ist, achso, man sieht es nicht. Okay. Wir sind immer noch wieder hier in unserer Live-Regieform. Ja, machen wir weiter. Also Magic in the Moonlight ist jetzt ein, wirklich, das ist so ein. Du hast es schon gesehen. Ja. Natürlich. Es ist so ein leichtes Sommerromanzen. Also der, wie gesagt, dieses Feeling, dieses Côte d'Azur-Feeling, was er da hat, so, das trifft der Film auch gut. Warst du schon mal in der Côte d'Azur? Ich ja, oder? Ich habe da meine Frau einen Heiratsantrag gemacht. Oh, an der Côte d'Azur, der feine Herr. Nicht direkt an der Côte d'Azur. Ich habe es bei Burger King gemacht. Nicht direkt an der Côte d'Azur, aber in einem kleinen Dorf namens Saint-Paul. Wo man dann wirklich von da aus, das war schon ein bisschen weiter im Landesinneren, aber man konnte bis aufs Meer gucken. Hast du vorher den Ort gescoutet oder was? Wir waren durch Zufall waren wir in diesem Ort da und da gab es ein Restaurant, das hieß Le Petit Chapelle. Das war eine kleine Kirche. Das ist romantisch, ich weine gleich. Ja, und da meinte meine Frau so, ach guck mal hier, da möchte ich mal heiraten. Ja, weil das. Aber da habt ihr nicht geheiratet. Da haben wir nicht geheiratet. Du warst dabei. Ja eben, deshalb sag ich es. Das war ja auch keine Frage. Ja, nein, aber da haben wir nicht geheiratet. Aber das Ding war halt, meine Mutter hat gesagt, da muss man hinfahren, das muss man mal gesehen haben, weil das ist so eine alte, war so eine alte Ritterburg irgendwie und da ist jetzt so ein kleines Städtchen drin entstanden. Mit lauter Touri-Shops auch in diesen engen Gassen und so. Und meine Frau war halt da wirklich sehr angetan von ihm, oh, bitte schön, wie süß, oder da möchte ich mal heiraten. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt den Antrag mache, dann warum, was, welcher Ort ist besser? Also meine Mutter, das Sightseeing, das Bedürfnis meiner Mutter, hat mir quasi die Karten gespielt. Ey, das ist, also würde mich nicht wundern, wenn das nächstes Jahr Woody Allen verfilmt. Das ist sehr romantisch. Ja, kann nicht jeder so, ne? Ich bin ja der Meinung, man darf nicht zu krass übertreiben beim Heiratsantrag, weil dann traut es sich nicht Nein zu sagen. Weißt du, kennst ja die Videos, wo dann irgendwie ein ganzes Ballett reinkommt und aus dem Kofferraum die Zettel fliegen und so, super inszeniert. Und dann sagt die Frau, vielleicht will sie gar nicht, ja, aber weil es so überwältigend ist und 20 Leute zugucken, sagt sie, ah, okay. Naja, aber da gab es ja diesen. Und dann gibt es ein Jahr später gibt's dann die große Scheidung. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Leute, die dann in irgendwelchen Footballstadien oder. Ja, oder noch schlimmer. Oder Basketball spielen. Und dann spielen, Nein sagen. Und dann sagen sie Nein. Da haben sie eine Serie draus gemacht, ne? Also, ja. Bei diesem einen, also der eine Typ, der hat es ja wirklich gemacht und dann hat er, glaube ich, eine eigene Serie dafür gekriegt, was er doch für ein Pechvogel ist. Dass die Alte halt vom Millionenpublikum irgendwie Nein sagt. Nun gut. Da würde ich auch Nein sagen, wenn irgendeiner auf die bekloppte Idee kommt, das vom Footballstadion zu machen. Ich wüsste auch nicht, ob ich da Bock drauf habe. Na, ich wüsste, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ja. Gut, aber ich weiß, worauf ich Bock habe. Worauf? Auf den nächsten Film, den ich jetzt vorstelle. Den habe ich nämlich schon mal, den haben wir schon mal als Trailer geguckt und da waren wir beide sehr fasziniert. Denn heute oder diese Woche läuft endlich Ulrich Seidels Im Keller an. Ach Quatsch. Ja. Die Ösi-Keller? Die Ösi-Keller, genau. Eine Dokumentation, Pseudo, quasi Fast-Dokumentation über, ja, was Menschen quasi in ihrem Keller treiben, beziehungsweise wie die verschiedenen Keller diverse. Aber den kennen wir doch schon, den Trailer. Ja, den Trailer kennen wir schon. Also, der läuft halt heute an, wollte ich jetzt nur mal sagen. Ich werde auf jeden Fall, versuchen, mir den anzugucken. Ich habe richtig Bock drauf. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles sehen will. Ja, also ich habe jetzt so ein paar Pressestimmen. Okay, also die Szene schon, aber die anderen nicht. Ich möchte diesen. Ist halt geil. Bam, bam. Ja. Ich habe ein bisschen Kritik auch gehört, von wegen, dass das alles etwas teilweise zu überinszeniert ist und teilweise dann auch zu sehr in diese exotischere
in diese exotischen Gefilde irgendwie abdriftet, anstatt irgendwie so ein bisschen. Vor allem das ist der Song, den die dabei schon hören. Ich glaube, das mache ich mir als Poster, das Bild, ey. Ich habe Bock drauf. Ich habe echt Bock drauf und ich weiß immer noch nicht, was dieser Mann da gesagt hat, was er da erzählt. Aber ja, für die Leute, die etwas abseitigeren Filmgeschmack haben und halt auch mal ein bisschen im Keller etwas unbequemes Kino gucken möchten, ja, für die empfehlen wir auf jeden Fall Im Keller. Und hier, weißt du ja, ne? Also das, die Szene da hat es ja geschafft, dass die zwei Jungs da entlassen worden sind. Ne? Die waren bei der Partei, bei der ÖFP, oder wie sie heißt. Und daraufhin wurden sie rausgekickt. Gut, dann auch ein Film, der mich wirklich interessiert, den ich leider noch nicht gesehen habe. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil da habe ich mal, wie du, klassisch die PV einfach verpennt. Da habe ich mir gedacht, was machst du denn heute früh und so, hast Zeit, ist nix. Und dann war dieser Film und ich habe es nicht mehr gewusst. The Unforgiven heißt dieser Film. Und ist wirklich ein japanisches Remake, man soll es kaum glauben, von Erbarmungslos. Ja, von Clint Eastwoods Spätwestern oder beziehungsweise Abgesang auf das Western-Genre. Boah, das geht mir so auf den Sack, wenn die Asiaten die US-Filme remaken, ja, ne? Die ganze Zeit. Ja, das ist furchtbar. Echt. Jedes Mal das Gleiche. Immer. Als hätten die keine eigenen Ideen. Oh. Ja, aber hier wurde quasi das ganze Geschehen, ich glaube, ja, nach Hokkaido verlegt, 1880. Ach, Hokkaido, ja. Und hier spielt Ken Watanabe, spielt quasi den Ex-Schwertheld, anstatt Revolverheld, der jetzt quasi dafür, damit beauftragt wird, eine Prostituierte zu rächen, die der übel mitgespielt worden ist. Und was ganz schön ist, sind auf jeden Fall die Bilder, das habe ich schon gesehen. Und er soll halt so wirklich sich sehr krass auch an das Frauenbild zu den damaligen Zeiten irgendwie anpassen. Also es war nicht üblich, dass Frauen da wirklich viel reden durften oder generell irgendwie eine Persönlichkeit entwickeln Those durften. Those were the days, my friend. Ja, und dementsprechend, und ja, das wohl im Finale erlaubt er sich noch eine Änderung. Aber ansonsten wäre das wirklich, es gibt Kritiker, die sagen, dadurch, dass er eigentlich wirklich so akkurat das Ganze auf Japan überträgt, wird dem Film so ein bisschen, also würde man so ein bisschen Eier bei dem Film vermissen, so ein bisschen Eigenständigkeit, ein bisschen, also Mut, irgendwie was anderes zu machen. Aber allein für die formelle Umsetzung, das Ganze halt darüber zu verfrachten, dafür gibt es auf jeden Fall jede Menge Respekt und Anerkennung. So, ja. Und wie gesagt, ich habe Bock drauf. Also das interessiert mich schon, was die Japaner daraus gemacht haben. Mhm. Denn es ist ja nun mal wirklich nicht der Regelfall. Dass genau diese. Nee, tatsächlich mal ein ganz interessanter Ansatz, mal umgekehrt sozusagen den Spin zu sehen. Und ich bin ja auch ein großer Unforgiven-Fan. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, jetzt so anhand der Bilder wäre ich da jetzt nicht direkt drauf gekommen. Ja, also. Jetzt schon. Wenn du den Trailer auch mal hörst, da sind auch dieselben. Ja, gut, das liegt aber auch daran, dass ich überragende Japanischkenntnisse habe. Gut, aber den gibt es ja auch auf Deutsch. Ach so. Ja. So! Ja, wo sind wir jetzt? Ah ja. Jetzt kommt, sag ich mal, mein Tipp der Woche. Den kann ich ganz blind empfehlen. Es sei denn, ihr habt Probleme damit, einen Gangsterfilm zu gucken, der nicht ständig irgendwie in Action schwelgt oder Shootouts liefert oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr Bock habt auf einen etwas ruhiger erzählten, aber wirklich mit geilen Darstellerleistungen und wirklich einer sich konsequent brodelnd aufbauenden Spannung und Stimmung, dann müsst ihr The Drop Bargeld gucken. Das ist Drop. Das ist jetzt wirklich der endgültig letzte Film. Es gab zwei Filme mit James Gandolfini, das war einmal Enough Said und dann The Drop, die beide abgedreht waren, bevor er gestorben ist. Und der kommt jetzt endlich zu uns in die Kinos. Worum geht's? Es geht um zwei Barbesitzer, sag ich jetzt mal, oder Barbetreiber. Der eine ist Cousin Marv. Das ist er, das ist James Gandolfini und der andere ist halt Tom Hardy, dessen Filmnamen ich jetzt leider vergessen habe. Die beiden arbeiten für eine Bande von russischen, serbischen Gangstern, ich glaube Russen sind's. Und am Anfang wird beschrieben, das erzählt man auch im Trailer, beziehungsweise das wird auch im Trailer gesagt, das ist jetzt kein Spoiler, in dieser Stadt ist es so, dass an einem Abend oder beziehungsweise, dass immer mal wieder eine Bar quasi... Oh, vom Typen vom Bullhead. Genau. Geil. Dass eine Bar mal immer wieder als Drop quasi auserkoren wird. Das heißt, an einem Abend laufen alle illegalen Gelder der Stadt, laufen in dieser Bar zusammen.
um dann, dass sie am Ende abgeholt werden. Ja? Und das weiß auch jeder. Das weiß jeder, der in diese ganze Unterwelt involviert ist. Vielleicht nicht so schlau. Ja, aber naja, auf der anderen Seite trauen sich auch die meisten Leute dann nicht unbedingt genau das zu überfallen, weil sie wissen, dass es dann auf jeden Fall jede Menge Ärger gibt, wenn du die Einnahmen von wirklich allen irgendwie abkassiert hast. Gut, das jetzt nur zum einen, aber es geht halt parallel dazu, geht es halt um Tom Hardy, der eines Tages einen Hund in einem Mülleimer findet. Ja, und gleichzeitig eine Frau kennenlernt, die hier Naomi Rapace, die so ein bisschen wohl auch eine etwas bewegtere Vergangenheit hinter sich hat. Und Tom Hardy beschließt halt, den Hund bei sich aufzunehmen, und Naomi Rapace versucht halt, ihm dabei zu helfen. Und das ruft halt den Matthias Schönherz auf den Plan. Boah, jetzt erzählst du aber echt den gesamten Film nach. Nein, ich erzähle jetzt nicht den ganzen Film nach. Also, das ist der Anfang. Noch? Das ist der Anfang. Und das ruft halt diesen Matthias Schönherz auf den Plan, der halt plötzlich Geld für diesen Hund haben möchte. Und mehr will ich halt nicht erzählen. Also, beziehungsweise, das bis hierhin soll es gewesen sein. Ja, diese gesamten Handlungsstränge, der von Cousin Marv, der von Tom Hardy, der von Matthias Schönherz, das läuft halt alles irgendwann mal ineinander, übereinander und ergibt dann halt später einen wirklich, wirklich guten Gangsterfilm. Also, das klingt jetzt wirklich alles viel, aber alles, was ich jetzt erzählt habe, ist das, was du im Trailer siehst. Ja. Ja. Und ich kann nur sagen, hätten wir uns ja eigentlich auch den Trailer angucken können. Hätten wir eigentlich machen können, haben wir aber auch schon gemacht. Gut. Ja. Es schwebt eine gewisse Wehmut mit, was James Gandolfini angeht. Ja, absolut. Ja, also ich gucke ja gerade wieder Sopranos, und dann tut es echt weh, wenn man den dann sieht, und aber eigentlich weiß, dass der nicht mehr da ist. Ja, das tut echt weh. Aber auch Tom Hardy ist wirklich wieder mal sensationell in diesem Film. Und, weil du es erwähnt hast, Matthias Schönherz ist ja auch gleichzeitig der Hauptdarsteller aus Bullhead. Ja. Der Typ ist für mich... Ey, Bullhead ist Bullhead, ja, sowieso ein geiler Film. Auch wenn ihr Bullhead noch nicht gesehen habt, Runzköppen. Unbedingt angucken. Der Regisseur, wie gesagt, hat jetzt auch The Drop gemacht, und der Hauptdarsteller spielt jetzt auch mit. Beide sind wirklich echte Experten ihres Fachs, und halt aber auch der Matthias Schönherz, wirklich, ey, der Typ, der ist... Also ich habe den jetzt in 3-4 Filmen gesehen, in kürzerer Zeit. Der hat noch bei diesem The Loft mitgemacht. Dann hat er noch hier Der Geschmack von Rost und Knochen, spielt er ja auch mit. Und noch einen Film habe ich gesehen, der Typ ist einfach echt gut. Fahr doch zur Côte d'Azur mit ihm. Mal gucken. Wenn du so toll findest. Ja, eines Tages, wenn Mischehe erlaubt ist, bin ich dabei. So, und jetzt kommt meine Überraschung der Woche. Na? Ein Film, von dem ich selbst gedacht habe, nee, das ist nicht mein Ding, das wird einfach scheiße, und beziehungsweise das kann nichts werden. Mhm. Paddington. Paddington. Ja, eine Real-Digital-Trick-Verfilmung von den, ich glaube, der Autor heißt Michael Bond. Paddington Bear. Paddington Bear. Mhm. Es geht um einen Bären. Ich habe gehört, in Peru gibt es nur Kragenbären, also soll das wohl ein Kragenbär sein. Aber ich kann jetzt auch wirklich einer Ente aufgesessen sein, beziehungsweise kann man mir auch falsche Informationen vermittelt haben. Es geht um einen kleinen Bären, der wurde von seiner Bärengroßmutter, nachdem ein Tornado oder ein schlimmer Sturm ihren Wald verwüstet hat, schickt die Großmutter ihren kleinen Enkelsohn nach London. Denn vor einigen Jahren kam mal ein Forscher in ihren Dschungel und hat den beiden so ein bisschen englisches Benehmen und englischen Lifestyle beigebracht. So. Also 5-Uhr-Tee, schön höflich und hochgestochen reden und vor allem Marmelade. Das ist das ganz große Ding. Und Paddington wird jetzt quasi nach London geschickt, und dort trifft er auf diese Familie, auf eine sehr, ja, wie soll man sagen, schon eine etwas kauzige Familie, die ihn halt erstmal bei sich aufnehmen, damit sie ein Heim für ihn finden. Soll ich jetzt noch mehr erzählen? Nee, ich erzähle jetzt nicht mehr. Also es gibt halt, wie gesagt, dann die Bemühungen, dass Paddington irgendwo untergebracht wird. Aber erzähl doch mal lieber jetzt, anstatt die gesamte Story zu erzählen, erzähl doch mal lieber, warum du den gut fandest, weil der sieht jetzt, für mich sieht er jetzt so nach so einem typischen Animationskinderfilm aus, auf den ich jetzt auch nicht unbedingt Bock kriege. Ja, genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe mich gefragt, warum soll ich mir sowas angucken, oder ist das wirklich wieder die gesamte klebrige Geschichte wie all so viele andere Animationsreal-Kombinationen. Aber dieser Film besitzt eine wirklich schöne Balance zwischen altmodisch und modern. Mhm. Ja, also der wirkt vom ganzen Film her, von der Erzählung her, wirkt er einfach echt wie so ein klassisches Weihnachtsmärchen von Disney.
So, ja? Also du weißt auch den kompletten Fahrplan von dem Film, ist egal. Aber das Herz, weißt du, also der, also die Stimmung, das ist alles am richtigen, sitzt an der richtigen Stelle. Also das schafft es wirklich, dich liebreizend zu erobern. Und gleichzeitig baut er da Sequenzen und Bilder und Spielereien ein, die halt auch ein Wes Anderson oder die halt auch ein Michel Gondry oder sowas machen würden. Mhm. So, ja. Und die Schauspieler machen das halt auch alle irgendwie richtig cool. Also ich konnte es mir auch nicht wirklich erklären, aber der hat so einen wirklich einfach charmanten, altmodischen Charme. Hm. Ja? Das ist, wenn ich an Weihnachten irgendwie mit meiner kleinen Schwester oder mit meinem Sohn oder sonst irgendwie ins Kino gehen müsste und ich würde diesen Film sehen, ich würde danach wirklich gut gelaunt aus dem Kino rauskommen. Aber was mit The Raid 2? Da würde ich ja mein Kind nicht mit reinnehmen können. Warum nicht? Weil der ab 18 ist. Kleiner Eddie. Ja, aber du bist doch... ja, okay. Hm. Ja, ey... Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieser Film gefällt. Er hat mir wirklich gefallen. Wie gesagt, er hat eine gewisse altmodische Magie, die er irgendwie hervorruft. Der Typ, der Regisseur, der hat einen Film gemacht, der heißt Bunny and the Bull, falls du mal von dem gehört hast oder falls du ihn mal gesehen hast. Ja. Das ist auch so ein bisschen Michel Gondry-Style und über einen jungen Mann, der sich irgendwie so eine Art Europareise vorstellt und imaginiert. Und es erinnert so ein bisschen, dieser Bunny and the Bull erinnert so ein bisschen an Game One, weil es sehr viel aus Pappe und alles irgendwie in seiner Fantasie hergestellt wird. Und hier, also da gibt es zum Beispiel, so eine Archäologengilde. Da gehen sie mal hin, um rauszufinden, welche Archäologe da bei Paddington damals im Dschungel war. Und was sie da so gemacht haben, das hat schon so Harry Potter-Charme auch. So von der Welt, von den Dings. Und dann, wie gesagt, da gibt es Einstellungen, die könnten 1:1 aus dem Wes Anderson-Film sein. Und das alles kombiniert ergibt einen Film, mit dem ich bei weitem nicht gerechnet habe und der mich wirklich bei weitem bezaubert hat. Also ich kann es nicht anders sagen. Ja, das klingt sehr positiv. Ja. Und, ja. Der hat, glaube ich, auch in der Empire Top 50-Liste ist der in Top 5 sogar oder Top 10. Ja, der ist in die Top 50 ist der mit reingerutscht. Ja, aber, Top 50. Plus aber er hat halt 5 Sterne bekommen von der Empire. 5 Sterne, das war's. Ja. Genau. Der Top-Wertung gekriegt. Ja. Und ist jetzt aber schon, also die sagen halt auch, es ist für sie eine der Überraschungen des Jahres. Also, die Chance, dass so ein Film in die Belanglosigkeit abdriftet, dass es sowas wie Narnia wird von mir aus, ja, oder sowas. Weißt du, was ich meine? Die ist ja riesengroß. Und das wird der Film aber nicht. Meiner Ansicht nach wird er das nicht. Ja. Und weil wir ja jetzt immer wieder daran arbeiten, hier auch ein bisschen Farbe und Spielerei in diese Sendung mit reinzukriegen, haben wir für Paddington ein Interview mit der deutschen Synchronstimme führen dürfen. Elias Mbarek. Mhm. Und ja, dem haben wir ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise ich. Und der war eigentlich ganz... Ist das ein Netter? Das ist ein Netter, klar. Ich meine, bei solchen... Das ist eh nichts anderes sagen. Nein, bei solchen Interviewgeschichten, da wird nie einer großartig... Also ich habe bisher ja wirklich, was ich schon mehrfach gesagt habe, habe ich nur einen erlebt, der halt wirklich scheiße war, und das war Ben Kingsley. Ansonsten sind die alle immer eigentlich nett. Ja, selbst wenn sie mal keinen Bock haben oder so. Hey, gut. Aber ich muss sagen... Ja, aber gucken wir uns das jetzt an, oder was? Das gucken wir uns jetzt mal an. Daniel trifft Elias Mbarek. Hat übrigens die strahlendsten weißen Zähne, die ich jemals gesehen habe. Das schönste Zitat fällt mir gerade nicht ein, aber ich glaube, die Geschichte an sich, ich finde es einfach sehr schön oder sehr, sehr süß, dass Paddington da auf der Suche nach einem neuen Zuhause in so einer völlig unbekannten Welt für ihn landet und dann in so einer chaotischen Familie aufgenommen wird und da Teil dieser Familie wird. Das ist einfach irgendwie eine sehr schöne Geschichte. Ja, also ich habe momentan den Luxus, Sachen oder Projekte sagen? Machen zu dürfen, nee, so die ich wirklich 100% stehen kann und die ich nicht machen muss, damit ich die Miete zahlen kann oder so. Und insofern war Paddington wirklich so ein Herzensprojekt. Also ich habe den Trailer gesehen damals und habe gesehen, wie toll dieser Bär animiert ist. Und habe dann den ganzen Film gesehen im Studio und war auch hin und weg. Also das ist ein Film, ich bin ein richtiger Fan von Paddington und finde eben auch, dass ich, gerade auch ich als Erwachsener sagen kann, den Film kann man auch zweimal gucken und hat immer Spaß dabei. Und das ist keineswegs ein Kinderfilm, sondern eher, ich würde sagen, ein schöner Weihnachtsfilm. D-
Das gibt es ja bei uns nicht wirklich. Also es gibt ja nicht bei uns wie in England so eine Abgrenzung, irgendwie Oxford-Englisch und dann irgendwie ein Straßenenglisch oder so, sondern bei uns gibt es ja nur Hochdeutsch und dann vielleicht so ein bisschen Straßendeutsch. Insofern spricht bei uns Paddington, also spreche ich Paddington einfach auf Hochdeutsch. Sehr höflich, sehr zuvorkommend, aber durchaus auch mit Ecken und Kanten. Also ist gar nicht so übersetzt, wie es im Englischen ist. Nee. Also Vorbilder hatte ich noch nie. Ich finde das auch falsch, glaube ich, weil man kann nichts nachahmen oder man kann sich höchstens inspirieren lassen und Leute, ja, man kann Fan von Leuten sein. Also ich bin momentan gucke zum Beispiel House of Cards, wenn du die Serie kennst, mit Kevin Spacey und ich finde das unglaublich, wie der spielt, aber trotzdem ist er ein ganz einzigartiges Schauspielerindividuum, das ich niemals nachahmen könnte. Insofern gibt es da keine Vorbilder. Es gibt höchstens Leute, die ich auch anhimmle. Ach, da gibt es ganz viele. Also das reicht von gerade besprochenem Kevin Spacey bis hin zu George Clooney, Brad Pitt, finde ich auch großartig. Edward Norton, von Regisseuren, auch die üblichen Verdächtigen. Also ich meine... Bryan Singer. Wen? Bryan Singer. Bryan Singer? Ja, bestimmt. Ach, da gibt's, aber es ist schwierig, da so einzelne Namen zu nennen. Ich meine, es gibt so viele tolle Filme und so viele tolle Filmemacher und Schauspieler. Schwierig, da einzelne Namen rauszunehmen. Und jetzt, das ist die große Frage. Die wir auch gleich mit einem Gewinnspiel kombinieren wollen. Kann ich kurz nochmal darauf eingehen? Worauf? Warum fragst du explizit nach Bryan Singer? Nein, weil ich so verstanden hatte, dass er den Regisseur von Die üblichen Verdächtigen geil findet. Ach so. Ja, und hab's dann leider nicht ganz richtig gehört und meinte halt, und dachte halt, er meint halt Bryan Singer, aber er meinte halt geil. Die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen Regisseure, Stanley Kubrick, Steven Spielberg. Und so weiter. Ja. Und du dachtest, er meint den Regisseur von... Okay, und dann sagst du Bryan Singer und er geht drauf ein und sagt so, ja, Bryan Singer, okay, vielleicht, hat gar keine Ahnung, was Bryan Singer je gemacht hat. Die üblichen Verdächtigen. Ja, aber, ja, gut. So, und welchen Lieblingsfilm Elias Mbarek hat? Und du hast ihm gesagt, wir sind von Game One und er hat gefragt, ob wir was mit Prince K1 zu tun haben. Genau, woraufhin ich meine, nein. Haben wir nicht. Warum hast du das denn gesagt? Sag doch ja, Mann. Ich habe ja, nein. Öffnet dir alle Türen. Öffnet dir alle Türen. Aber wir haben kurz angeregt darüber unterhalten, dass ich meine, wir machen keine 25 Minuten Diss-Tracks. Und er meinte so, hast du gesehen? Und ich so, ja, ich habe mir so ein bisschen ein paar Minuten draus angeguckt. Ganz habe ich mir das nicht ganz geben können. Ja, wir wollen von euch wissen, was ist der Lieblingsfilm von Elias Mbarek? Und haben dafür 4 Vorschläge. Sag ich jetzt mal. 2 kommen von dir, 2 kommen von mir. Aha. Ja, sag's. Wie? Ich raff's gerade nicht. Ja, wir möchten von den Zuschauern gerne wissen, was der Lieblingsfilm von Elias Mbarek ist. Die Zuschauer, woher sollen die wissen, was der Lieblingsfilm von Elias Mbarek ist? Anhand der 4 Vorschläge, die wir jetzt machen. Ach, das ist eine Quizfrage. Das ist eine Quizfrage. Wir geben 4 Antwortmöglichkeiten. Genau. Okay, alles klar, jetzt habe ich's verstanden. Okay, also. Du machst einen, ich mach einen, du machst einen. Okay, ist es... A, das Schweigen der Lämmer. Nicht schlecht. Ist es B, Hass, La Haine? Ach, der französische Film. Ach, der französische Film, ja. La Haine. La Haine. La Haine. La Haine. La Haine. La Haine. Da haben wir uns auch am Wochenende drüber unterhalten. Genau. Ist es C, E.T.? Ich bin der schlechteste Lügner der Welt, Alter. Okay, warte, lass mich doch. Okay, egal. Damit habe ich meine 2 Kandidaten. Ja. Es könnte auch E.T. sein. Es nicht könnte so auch der, E.T. sein. Vielleicht mag der E.T. Oder ist es D. König der Löwen. Und damit ihr das nicht umsonst macht, beziehungsweise damit ihr nicht jetzt wirklich umsonst bis zur nächsten... Ich habe schon wieder alle vergessen. König der Löwen, E.T., Schweigende Lämmer. Schweigende Lämmer. Lahin. Ja. Damit ihr das nicht umsonst macht, ja, und beziehungsweise nicht umsonst auf nächste Woche warten müsst,
Verlosen wir euch, beziehungsweise gibt es für die richtige Antwort einen Film, der so gar nichts mit Paddington zu tun hat. Das tut mir auch ein bisschen leid. Und der auch wirklich so das komplette Gegenteil von Paddington ist. Kein Familienfilm. Wir verlosen in freundlicher Unterstützung, mit freundlicher Unterstützung von Konstantin Film, verlosen wir Big Bad Wolves. Oh, Entschuldigung, spiegelt es zu sehr? Ja. Big Bad Wolves. Ein wirklich fantastisches, kleines, fieses Stück Thriller-Kino. Von Quentin Tarantino als der beste Film des letzten Jahres bezeichnet. Worum geht's? Es geht um zwei Männer, die einen Mann entführen, um ihn quasi dazu zu bringen, dass er mehrere Morde an kleinen Mädchen gesteht. Aber sie wissen selbst nicht so recht, beziehungsweise ist nicht so wirklich erwiesen, ob der Mann das wirklich getan hat, was sie ihm vorwerfen. Ganz, also wer jetzt an Prisoners denkt, denkt da zu Recht dran, aber ich möchte gerne behaupten, dass Big Bad Wolves der etwas bessere Film ist. So, bis hierhin würde ich jetzt mal sagen. Und Daniel? Ja? Wohin müssen die das schicken? Ach, stimmt, es tut mir leid. Schickt das Ganze, wie immer, bis Montagabend 18 Uhr, richtig, Dennis? Ja, genau. An die kinoplus@rocketbeans.de Adresse unter dem Stichwort Elias. Nee, die möchten bitte in den Betreff schon den Filmtitel reinschreiben. In den Betreff den Filmtitel reinschreiben. Ja. Aber du brauchst doch. Ja, aber da braucht er die falschen gar nicht erst anklicken, verstehst du? Genau. Ah, okay. In den Betreff bitte den Filmtitel reinschreiben. Das wäre schön. Und wenn ihr das macht, ihr habt eine 25%ige Gewinnchance, kriegt ihr zwei. Nein, sie haben eine 25%ige Chance, die richtige Lösung zu tippen. Achso, ja, ist doch eine Gewinnchance. Ja. Sie haben 25% auf den Gewinn. Eddie. Ja, weil auf den Gewinn haben sie ja nicht 25%. Sondern? Dann würde. Ja, überleg mal, wie soll von das. Von vier Möglichkeiten haben sie eine zu gewinnen. Ja, aber dann haben sie ja noch nicht gewonnen. Ja, okay, Entschuldigung. Okay, hast recht. Hast recht. War mein Fehler. Ja, hast recht. Und damit gehen wir in die Werbung. Damit gehen wir in die Werbung.